Versorgung in Deutschland ist tatsächlich, ich kann von Baden-Württemberg sprechen, nicht so gut, weil in den ländlichen Regionen fahren die Patienten sehr weit zum Diabetologen. Viele Krankenhäuser haben die diabetologischen Ambulanzen abgebaut. Das heißt, auch da gibt es nichts. Wenn ein Diabetiker ins Krankenhaus kommt, wird er womöglich gar nicht behandelt mit Diabetes oder ist auf sich alleine gestellt. Und das ist dann schon schwierig. Und daher sind auch diese Schulungen sehr wichtig, die dann den Lehrkräften Sicherheit geben. Ja, aber diese Schulungen sind ja auch nicht geregelt, weil die werden ja auch nicht bezahlt. Mhm. Also wir als Selbsthilfeorganisation, wir stemmen das aus eigenem Geld, aber vom Staat wird es ja nicht bezuschusst. Und das ist schon sehr, sehr schade. Da kommen Sie dann ins Spiel. Ja. Ja. Also wohl oder übel, weil es nichts anderes gibt. Okay. Also wir raten auch den Eltern, sich bei bestimmten Ämtern zu melden, um das Geld zu bekommen. Aber da scheitern die tatsächlich und dann kommen wir ins Spiel. Und da muss es schon von der Seite der Politik was passieren, finde ich, weil da wird nichts gemacht. Die Situation muss man so regeln, dass es in der Schule handelbar ist. Aber ich nehme das auch gerne mal mit, dass wir darüber reden, wie viel Fortbildungen es da tatsächlich im Jahr braucht und ob hier noch weitere Aktionen nötig sind.